Heute zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du deinen Zu- und auch Ablaufschlauch ganz einfach selber verlängern kannst. Völlig egal, ob deine Maschine nun mit einem festen Zulaufschlauch oder wie hier über ein Standard 3/4 Zoll Gewinde angeschlossen werden muss. Jedem Haushaltsgerät wird heutzutage schon mindestens so ein 1,50 Meter langer Aquastoppschlauch mitgeliefert. Wem das nicht ausreicht, der kann sich einfach einen längeren Schlauch bestellen. Die gibt es nämlich auch bis zu 4 Metern Länge. Das wäre auf jeden Fall die sauberste, aber auch die teuerste Lösung. Am Ende nochmal schauen, ob auch alles schön dicht ist. Im Licht sollte da am Finger jetzt nichts Glänzendes zu sehen sein. Einfach den Schlauch gegen einen längeren tauschen, funktioniert in diesem Fall natürlich nicht. Das einzige, was mir da einfällt, ist ein 3/4 Zoll Doppelnippel, den ihr dann mit einem Aquastoppschlauch verbinden könnt. So habt ihr hier auch weiterhin die Sicherheit der Wasserstoppfunktion erhalten. Und wundert euch hier bitte nicht, Aquastoppschläuche haben am Ende immer einen Winkel, da sie ja ursprünglich auch nicht für das Verlängern erschaffen wurden. Das ist bei der günstigsten Lösung mit einem Verlängerungsschlauch zwar nicht der Fall. Hier habt ihr jeweils einen geraden Überwurf für den Wasserhahn und auch ein gerades Außengewinde für die Verlängerung. Hier fehlt jetzt aber ein Sicherheitsventil, also wenn dieser Billigschlauch mal platzen sollte, würde hier so lange das Wasser laufen, bis der Wasserhahn irgendwann mal wieder geschlossen wird. Die Lösung kann ich deshalb heutzutage wirklich nur noch als provisorische Übergangslösung empfehlen. Jetzt fehlt ja nur noch der Ablaufschlauch. Da beim Abpumpen keine besonders hohen Drücke entstehen, wird das hier auch nur mit einem Schlauchverbinder und ein paar Schlauchstellen verlängert. Das andere Ende wird am Spülenabfluss oder an einem Unterputzsiphon angeschlossen. Vergesst hier nicht beim ersten Abpumpen noch die Dichtheit zu überprüfen. Bis zum nächsten Mal, euer Mario.